Servus Freunde, Franco hier. Falls auch ihr den Inhalt dieses Kanals feiert, dann wäre es echt cool, wenn ihr einen bisher unentdeckten eingeborenen Stamm entdecken könntet und diesen dann davon überzeugen würdet, einen Gott namens Franco TV anzubeten, denn damit würdet ihr dabei echt helfen, die gute Nachricht dieses Kanals zu verbreiten. Und wir haben heute ein echt cooles Match zwischen den Orks und den Zwergen am Start. Wir beide, sowohl mein Gegner Major Warhammer als auch ich, haben eine ganz lustige und unorthodoxe Armee ausgewählt. Also unorthodox jetzt hier in der Frontlinie. Nicht wirklich, denn wir haben 4 Einheiten Schwarzorks dabei, die Standardwahl gegen Zwerge mit ihrem rüstungstüchtigen Schaden. Dann haben wir noch als Offiziere 2 Garg-Bosse dabei und Azak, den Vernichter, auf seinem Schädelkauer oder so heißt der ja, der Lindwurm hier, auf dem er reitet. Er hat die Zauber Bjunas Schicksal und Puposonne des Serus dabei. Klar haben die Zwerge meistens, haben die Zwerge immer Magieresistenz. Aber ich finde trotzdem, dass man sich nicht davor scheuen sollte, auch Magie gegen die Zwerge mitzubringen. Denn wenn ihr zum Beispiel so eine Puposonne von Serus auf zum Beispiel um 2 Garg-Bosse herumgeblobte Zwerge castet, dann könnt ihr da trotzdem ganz gute Ergebnisse damit erzielen, auch wenn die eine Magieresistenz haben. Ein anderer Fall ist es natürlich, wenn der Gegner dann einen Runenmeister dabei hat, dann wird das Ganze noch so ein bisschen ineffektiver, aber gut. Das weiß man natürlich im Vorhinein immer nicht. Dann haben wir noch 2 Einheiten, beziehungsweise eine Einheit Wildschwein-Streitwerken hier an der Flanke zum Flankieren. Auch wenn die Zwerge jetzt mittlerweile seit einem der letzten Patches mehr Masse bekommen haben für jede individuelle Einheit und es damit schwieriger geworden ist, mit solchen Einheiten wie diesen Wägen oder so durch ihre Linien durchzubrechen, sind die trotzdem noch relativ gut und gerade auch diese Wildschwein-Streitwägen haben ja anders als die Goblin-Streitwägen rüstungstüchtigen Schaden und damit sind sie eigentlich auch prädestiniert gegen die Zwerge und ihr könnt auch noch durchbrechen, wenn der Gegner in der Bewegung ist oder wenn seine Linien sehr dünn sind, dann kommt ihr trotzdem noch durch. Dann haben wir hier noch die Einheit Squigs, die auch noch zum Flankieren da sind, auf der linken Flanke. Und die Einheit Wildschweinreiter hier, der Wildorks. Ist auch so eine Einheit, die ich immer mal wieder mitbringe, weil ich die eigentlich cool finde mit ihrem rüstungssüchtigen Schaden. Aber ihr großes Problem ist halt ihre extreme Anfälligkeit gegenüber jeglicher Art von Nahkampfschaden. Also die haben zwar diese physische Resistenz, was ihnen auf jeden Fall dabei hilft, nochmal bisschen länger zu überleben, aber dafür haben sie eben nur 25 Rüstung und vor allem nur 15 Nahkampfabwehr. Heißt also, wenn ihr die Jungs zu lange in einem Nahkampf drin lasst und sie nicht sofort nach dem Angriff wieder rauszieht, dann werden die extremen Schaden nehmen. Heißt, für die müsst ihr echt sehr viel Micro investieren, damit die effektiv sind und vor allem auch eine Zeit lang überleben. Und mir passiert es irgendwie ganz oft, dass ich die einfach vergesse oder mein Microfit zu schlecht ist und die dann zu lange in Nahkämpfen bleiben, damit dann sehr viel Schaden nehmen. Aber im Grunde genommen können die sich schon lohnen, auf jeden Fall. Aber es ist schwierig, die zum Laufen zu bringen. Und jetzt kommen wir mal zum unorthodoxen Teil meiner Armee. Nämlich die, die Vorhut hier, die hinter der Zwergenarmee sich momentan befindet. Nämlich bestehend aus diesen 3 Wolfsreitern, der Goblins, mit Bögen und den 3 Nachtgoblins hier. Die Wolfsreiter mit Bögen sind eine der schnellsten Skirmish-Kavallerien im Spiel und die haben keine rüstungstüchtigen Pfeile im Vergleich zu ihren Kollegen von den räudigen Räubers. Deswegen habe ich sie aber auch nicht mitgebracht, sondern ich hatte sie eigentlich dafür gedacht, leicht gepanzerte Ziele zu zerstören. Wie zum Beispiel vor allem, also ich hatte da vor allem die Slayer im Hinterkopf. Wollte eben mit den 3 Einheiten hier seinen Rücken ständig stressen und seine Fernkämpfer auf meine Bogenschützen hier feuern lassen. Also ich wollte eben, dass er seine Konzentration auf die hier lenkt und wir dabei gleichzeitig noch seine Slayer ausschalten können. Denn die haben natürlich keine Rüstung und sind damit sehr anfällig gegen die Fernkampfattacken von den Jungs hier. Und ihr könnt mit der hohen Geschwindigkeit eben auch zum Beispiel Salven der Armbrustschützen der Zwerge ganz gut dodgen. Also da könnt ihr dann auch seine Fernkämpfe ineffektiv machen. Deswegen habe ich die dabei. Und die Goblins hier sind einfach dafür da, einerseits um die zu schützen hier, falls er irgendwie
doch irgendwas hat, um die ihn auf dem Boden zu bedrohen. Oder halt einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Einheiten den hinterher schickt. Oder ich die, weil ich einen Fehler mache, die retten muss, deswegen sind die hier dabei. Und außerdem ist die zweite Funktion von denen hier, eine Nachtgoblins, die ja relativ lange halten können im Vergleich zu irgendwelchen Zombies oder so, durch die gegnerischen Freien durchzuschlüpfen und dann irgendwie seine Fernkämpfer zu binden und ihnen auch ein bisschen Schaden zuzufügen. Dafür sind sie auch noch da. Oder halt auch zum Beispiel, um solche Einheiten wie die Zwergenkrieger, die hier stehen, zu binden, um dann mit einer anderen Einheit, zum Beispiel den Wolfsreitern, hier rumzukommen und die Musketenschützen zu vernichten. Und jetzt sind wir auch schon bei der Armee meines Gegners. Er hat eine sehr fernkampflastige Zwergenarmee dabei, mit 4 Einheiten Musketenschützen, die seine Hauptdamage-Dealer sind, in Kombination mit diesen Eisdrachen mit Trollhammer-Torpedos und den der Skolder-Wache hier. Und er hat natürlich auch noch den verdammten Runenmeister dabei. Allerdings nicht auf seinem Amboss, was ganz gut ist, weil damit diese Fähigkeit von ihm wegfällt, dass die gesamte Armee der Zwerge noch mehr Magieresistenz bekommt. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm jetzt, aber es ist trotzdem ein bisschen doof, weil der Junge hier natürlich sehr resistent ist gegen jede Art von Magie. Und aber auch, was noch ein Vorteil ist, ist, dass ich jetzt eben nicht zum Beispiel Seelenraub dabei habe, weil das ja eigentlich, dadurch, dass er nicht auf seinem Amboss ist, es ist ja kein Nachteil da für die Zauber, die ich habe, nämlich Fate of Buna und die Sonne, denn die betrifft ja eher so Regimente und weniger einzelne Einheiten. Also alles halb so schlimm. Was allerdings ein bisschen doof ist, ist, dass die, habe ich natürlich jetzt erst gesehen, nachdem das Match dann losgegangen ist, er hat keine Slayer. Das heißt also, ich habe hier keine so tollen Ziele für meinen Kill-Squad hier hinten. Aber jetzt habe ich echt genug gelabert, aber es ist halt einfach auch eine lustige und interessante Armee, die es nicht lohnt zu beschreiben. Ach so, deine Frontlinie, oder wenn man es so nennen kann, besteht eigentlich nur aus Truppen, die hier eher halten sollen und weniger Schaden machen sollen. Also es sind hier Zwergenkrieger vor allem, viele Zwergenkrieger sind am Start. Er hat allerdings auch ein paar Langbärte hier, nochmal die normalen, mit die halten auch nochmal relativ lange, sowie auch die Langbärte hier mit Zweihandwaffen. Die können jetzt weniger halten, sondern auch können ganz gut Schaden austeilen, aber halten trotzdem lange. Also ist jetzt alles eher so ein Stopper, der mich daran hindern soll, seine Fernkämpfer zu bedrohen. Hier hinten auch nochmal ein paar Zwergenkrieger und noch mehr Langwerte und noch mehr Zwergenkrieger. Also alles sehr dünn gesät, aber mit den Zwergen kann man sowas ja ganz gut machen, weil die ganz gut halten. Und jetzt können wir mal betrachten, wir öffnen jetzt hier hinten einfach mal das Feuer auf das nächstbeste Ziel, das sich uns hier bietet, auf diese Fernkämpfer, die hier hat. Und mein Gegner macht allerdings eine weise Entscheidung und konzentriert sich nicht auf die Fernkämpfer hier hinten, sondern konzentriert sich hier auf die anwirkenden Schwarzorks. Und wenn wir jetzt mal gucken, was die für Schaden nehmen durch das Fernkampffeuer der Musketen hier meines Gegners, ist schon ziemlich übel. Also er konzentriert sich hier auf das rechte Regiment und die sind schon so gut wie tot, wenn sie auch nur im Nahkampf ankommen. Eigentlich sollten jetzt die Musketen nicht mehr in der Lage sein zu feuern, weil die ja jetzt vor den Zwergen stehen hier. Aber hier auf der linken Flanke haben sich noch ein paar Schwarzorks so hingestellt, dass die Musketen trotzdem noch weiter feuern können. Die Eisendrachen können natürlich sowieso weiter schießen. Damit fließt auch schon eins der ersten Regimenter. Die anderen Regimenter stehen allerdings momentan ganz gut da. Haben zwar auch ein bisschen Schaden genommen, aber da, wo sie eben jetzt drin sind im Nahkampf, da können sie ganz gut rocken gegen diese eher schwachen Zwergenkrieger. Die haben natürlich gegen so elitäre Kämpfer wie Schwarze auch keine Chance. Also das ist jetzt momentan die Situation in der Frontlinie. Hier auf der linken Flanke kommen wir den Squigstorm und mit den Wägen, so wie es gedacht war. Die Wildschweinreiter, die wurden mittlerweile wieder in die Flucht geschickt, weil die so viel Fernkampffeuer gefressen haben, dass sie einfach zu fliehen mussten. Hier in der im Rücken der Armee sieht es momentan so, es passiert momentan sehr viel auf einmal, dass wir unsere beiden Nachtgoblins hier dafür genutzt haben, den Zwergenkrieger und die Langbärte hier zu binden, um dann eben mit den Truppen hier nochmal irgendwie durchzukommen. Hier mit dem Wildschwein-Streitwagen bin hier durchgebrochen, das hat funktioniert.
und machen jetzt hier einen ganz guten Move. Also ich mache das immer ganz gerne so, dass ich Fate of Buna hier einsetze, zum Beispiel auf so eine Einheit wie die Musketenschützen und dann gleichzeitig noch mit einer Einheit wie zum Beispiel den Wildschweinen Streitwagen oder auch Azak oder so einen Angriff starte, weil damit nimmt diese Einheit den Schaden von Fate of Buna plus den Schaden von dem Angriff der Wägen jetzt in dem Fall. Und das schickt die meisten Einheiten auf jeden Fall in die Flucht, weil das so viel Burst-Damage ist, also viel Schaden in wenig Zeit, dass die Moral von denen dann meistens sinkt und die dadurch fliehen müssen. Wir brechen hier noch weiter durch dann und kommen Azak hier zu Hilfe, der alleine gegen drei Einheiten der Fernkämpfe hier kämpft. Das ist ganz gut für uns, denn wir konnten ihn hier binden. Aber es ist natürlich ein sehr riskanter Move, mit Azak hier zu landen. Denn klar, wir binden jetzt zwar ein paar Fernkampfeinheiten hier, aber wir sehen schon, mein Gegner, der zieht seine Musketen bereits aus dem Nahkampf hier raus. Und hier drüben stehen natürlich auch noch die Eisendrachen und die Musketen hier. Und die können natürlich jetzt das Feuer auf Azak und die Wägen hier ohne weiteres eröffnen, was sie jetzt auch tun. Und damit nimmt Azak natürlich üben Schaden, denn die Eisendrachen-Torpedos hier haben ja auch mit dem letzten Patch nochmal mehr Schadensoutput bekommen. Und die Jungs machen einfach jede große Einheit, also jedes Monster oder Kavallerie, in null kann man nichts platt. Die machen ja auch noch Explosionsschaden. Und haben auch noch einen Bonus gegen große Feinde. Und ihr seht schon, was der hier mit den Wägen hier anstatt. Was die mit den Wägen hier anstellen. Das ist nicht schön. Nazak nimmt auch üblen Schaden. Macht man gegen schon recht gut. In der Frontlinie ist es eigentlich so, dass wir jetzt halt momentan eigentlich schon ganz gut Fuß gefasst haben, die Squigs. Halten erstaunlich lange, normalerweise hauen die nach kurzer Zeit dann irgendwann auch wieder ab, nachdem sie in diesen Raserei-Modus verfallen sind. Aber dadurch, dass jetzt hier meinem Gegner so ein bisschen wenig, beziehungsweise meinem Gegner fehlen hier in der Frontlinie so ein bisschen die Damage-Dealer, damit nehmen die so wenig Schaden, dass sie halt nicht in diesen Raserei-Modus verfallen und auch nur und noch nicht mal geflohen sind. Also eine gute Sache mit den Squigs hier. Die Skolder-Wache hier goldert hier die Schwarzorks ein bisschen. Befinden sich auf der Flucht, aber ansonsten hier haben wir noch eine Einheit, die gute HP hat, also noch relativ gesund ist und auch noch gegen zwei gute Ziele kämpft, gegen die sie auf jeden Fall kämpfen wollen. Die Schwarzwüchse auf der Seite sind auch wieder zurückgekommen, also den Frontlinienkampf, da sieht es ganz gut aus. Hier sind wir jetzt nochmal mit den Wildschweinreitern durchgekommen und konnten uns die Einheit Musketenschützen hier vorknöpfen. Da sind wir von dem Hügel hier durchgeschlüpft, hat also gut funktioniert. Die Nachtgoblins, die halten immer noch lustigerweise, das ist echt eine feine Sache. Während unsere Bogenschützen hier ein bisschen vergebene Liebesmühe machen und ihre nicht rüstungsdurchdringenden Pfeile auf die schwer gerüsteten Zwerge hier abfeuern. Mit den beiden Goblin-Gargbossen haben wir mittlerweile ein gutes Ziel gefunden, denn mein Gegner hat sein Runenmeister hier so ein bisschen exponiert gelassen und wir konnten jetzt halt mit unseren beiden Goblin-Bossen, die hier auf dem Hügel gewartet haben, bis sich ein gutes Ziel ergeben hat, hier zuschlagen. Hier ein launder Tiger, der jetzt zuschlägt und da kommen wir natürlich jetzt rein und knöpfen uns diesen Runenmeister vor, der den beiden Goblin-Bossen natürlich im Nahkampf ziemlich unterlegen ist. Azak auf der anderen Seite, dem geht es mittlerweile gar nicht mehr gut. Wir hätten hier schon längst wieder rausgehen sollen mit Azak, denn das Fernkampffeuer wird langsam ein bisschen zu viel für ihn und er flieht jetzt auch leider. Unsere Wildschweinreiter, die sind hier leider auch nicht mehr ganz rausgekommen. Aber wir konnten hier ganz guten Schaden an den Eisendrachen machen. Hat sich also trotzdem ganz gut gelohnt. Wenn wir uns jetzt nochmal eine kleine Übersicht verschaffen. Über die Schlacht sieht es momentan so aus, dass in der Frontlinie geht es uns immer noch ganz gut, dank der Schwarzorks. Die Nachtgoblins hier hinten machen auch einen ganz guten Job, obwohl die... die kämpfen momentan gegen die Zwergenkrieger. Das ist ein ganz gutes Matchup für sie. Wenn es jetzt die Langbärte wären, dann wird es anders aussehen. Und jetzt hat mittlerweile sind wir dazu übergegangen, die Goblin-Wolfsreiter hier zu nutzen, um Cycle Charges auf die Fernkämpfe meines Gegners zu machen. Auch hier drüben machen wir da mittlerweile so zyklische Angriffe mit denen. Einerseits um die vom Feuern abzuhalten, andererseits um auch Schaden an ihnen zu machen, denn wir könnten, wenn die
Die sind zwar extrem schwach im Nahkampf, aber ihr könnt mit denen durchaus solche Angriffe mal machen. Ihr müsst allerdings dann sofort wieder rausgehen, weil auch der Schaden, selbst den Schaden, den die durch diese Angriffe machen, ist nicht so besonders toll. Aber es ist wenigstens ein bisschen was. Und es hindert vor allem diese Musketen auch daran zu schießen. Hier auf der Seite haben die Nachtgoblins es tatsächlich geschafft, die Zwerge hier in die Flucht zu schlagen und können sie jetzt auch teilweise verfolgen. Das ist auch eine sehr feine Sache. Hier rennen sie allerdings jetzt nochmal rein, um die Wolfsleiter-Kollegen hier um denen eben eine Gelegenheit zu verschaffen, hier rauszukommen aus dem Nahkampf und die fliehenden Zwergenkontingente hier zu verfolgen. Denn das können sie ganz gut. So fliehende Truppen im Bücken beißen. Denn so fliegende Truppen, die nehmen natürlich extremen Schaden, weil die, glaube ich, keine Nahkampfabwehr mehr haben. Und die machen vor allem auch keine Angriffe. Die schlagen nicht mehr zurück. Das ist eigentlich ganz gut für die Goblins hier. Die können die dann ganz gut überrennen. Und vor allem sind sie eben so schnell. Das ist eben der Vorteil. Das macht sie eben so gut darin. Und sie sind günstig. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn die jetzt halt hier irgendwelche fliegenden Einheiten verfolgen. Dadurch, dass sie eh so wenig Schaden machen, kann man ganz gut auf die hier im Hauptkampf verzichten. Apropos, hier schaut es nämlich momentan so aus, dass unsere Guards-Bosse hier es tatsächlich geschafft haben, den Runenmeister zu töten. Müsste hier irgendwo rumliegen. Ja. Wo ist er denn? Hier, da liegt der Runenmeister. Die haben ihn mittlerweile umgehauen. Und das ist natürlich jetzt super, denn einerseits nehmen die Truppen meines Gegners jetzt hier den Moralschaden durch den Verlust des Generals und wir haben diese beiden Goblin-Bosse hier wieder, um hier noch mehr Fernkampfeinheiten zu binden im Nahkampf. Und da erleidet mein Gegner jetzt Armeeverluste. Also eine sehr coole Schlacht, interessante Schlacht auf jeden Fall. Und vor allem auch eine coole Armee von meinem Gegner. Und es ist einfach mal schön zu sehen, eine Zwergenarmee zu sehen, die jetzt nicht irgendwie dafür ausgelegt ist, ewig den Gegner in einem Fleischwolfartigen Nahkampf zu überdauern, sondern einfach mal so ein bisschen Burst Damage zu haben. Ich hätte jetzt an seiner Stelle allerdings statt den Musketenschützen vielleicht ein paar Armbrustschützen noch mitgebracht, weil ihr mit denen einfach mehr Flexibilität habt und auch in Nahkämpfe reinfeuern könnt. Da muss ich euch dann demnächst auch nochmal eine echt coole Schlacht zeigen. Und eine coole Taktik mit dem Imperium. Aber da will ich jetzt nichts spoilern. auf jeden Fall, was die Kills angeht, wir sehen hier, die Wolfsreiter haben sich erstaunlich gut geschlagen. Auch die Squigs hier mit fast 50 Kills. Echt eine gute Sache. Die Goblins auch, die können schon Kills sammeln, wenn sie gegen Fernkämpfer kämpfen können. Oder Leuten in den Rücken angreifen können. Die Schwarzorks, naja. Teils ganz gut, teils aber auch so ein bisschen schlaffe Nudelmäßig, aber es ist einfach auch dem geschuldet, dass die teilweise schon so, zum Beispiel die hier, wurden, bevor der Kampf überhaupt losgegangen ist, schon so dezimiert von den ganzen Fernkämpfern, dass die leider nicht mehr so viele Kills machen konnten. Aber auch hier diese Wildschweinreiter, der Wildorks, obwohl ich die, wie gesagt, nicht so optimal gemanagt habe, trotzdem 33 Kills gesammelt, also das ist ganz okay. Die sind jetzt auch nicht so teuer. Und der Wagen auf jeden Fall zwei Ränge bekommen. Und 106 Kills, das ist auf jeden Fall super. Beim Gegner haben sich die Musketen nicht so ganz gelohnt. Deswegen sage ich, hätte er vielleicht noch mehr Armbrustschützen mitbringen sollen. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Weil er hatte eh schon so viel Antilage, dass er die Musketen... Statt Musketen, glaube ich, eher Armbrüste hätte dabei haben sollen. Aber gut. Werde ich vielleicht demnächst auch nochmal ausprobieren, mit den Zwergen so eine ähnliche Armee zu bringen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Echt eine Freude jedes Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.